Wir befinden uns hier auf der Kläranlage in Fritzens. Mein Name ist Christian Callegari. Ich bin Geschäftsführer des Verbandes mit der Kläranlage und angeschlossenen Nebenbetrieben wie die Abfallbehandlung. Unser Verband entsorgt die Abwässer von 16 Gemeinden. Er wurde 1985 gegründet. Seit 1995 ist die Anlage hier in Fritzens im Betrieb. Wir haben ca. 60.000 Einwohner im Verbandsgebiet und sehr viele angeschlossene Gewerbebetriebe und Industriebetriebe. Die Entscheidung für die Firma Flottweg ist im Rahmen einer Ausschreibung gefallen, wo die Firma Flottweg Bestbieter war. Dann wurden im ersten Schritt zwei Decanter für die Faulschlammentwässerung angeschafft. Und in weiterer Folge war es notwendig, im Zuge einer Prozessumstellung bei der Abfallbehandlung den TS-Verlust, was wir da drinnen haben, auszugleichen. Und deshalb ist hier für den Überschussschlamm ein weiterer Eindicker beschafft worden. Und damit können wir etwas höhere TS-Gehalte fahren. Ja, und das ist dann am besten mit einem Decanter erfolgt, wo man wirklich dann einstellen kann, auf welchen TS-Gehalt wir den Rohschlamm dann bringen, um im Faulturm konstante Verhältnisse herzustellen. Der Klärschlamm ist bei uns nicht ganz einfach, weil wir auch Co-Substrate, also sprich Bioabfälle von den Haushalten hier verarbeiten. Damit hat man mit Fremdstoffen zu kämpfen. Ja, und da gab es anfangs schon die eine oder andere Schwierigkeit, aber mittlerweile laufen die Maschinen ohne Probleme Tag und Nacht durch. Wir setzen sie 24 Stunden am Tag ein. Wir haben mittlerweile einen kompletten Wartungsvertrag abgeschlossen über Ersatzteillieferungen und die jährlichen Wartungen. Und die Zusammenarbeit ist da wirklich ausgezeichnet, weil wir auch immer wieder über Neuigkeiten und so weiter informiert werden. Der Einsparungseffekt von den Entwässerungsmaschinen war also schon sehr groß, eigentlich mehr als erwartet. Ja, konkret sparen wir uns an Entsorgungskosten rund 17.000 Euro im Quartal. In weiterer Folge, nachdem wir eine Trocknung nachgeschaltet haben, wurde auch der Gasverbrauch, also die Heizenergie im Trockner aufgrund des höheren TS-Gehaltes, deutlich höheren TS-Gehaltes, reduziert. Und damit können wir über unser Blockheizkraftwerk den Energiehaushalt für die gesamte Kläranlage, sowohl elektrotechnisch als auch wärmetechnisch, herstellen. Damit sind wir mehr oder weniger unabhängig von irgendwelchen Energielieferungen. Und das war unser Ziel. Ja, also alle Maßnahmen müssen in diese Richtung gehen, dass man in dem Sinne nachhaltig arbeitet und mit erneuerbaren Energieressourcen das Auslangen findet.